Ah, sehr gut, der kämpft für uns. Wir lenken schon mal einen Teil ab. Okay, einer ist tot. Der kümmert sich um den Rest, ich kümmere mich um die hier. Ach, bringt jetzt gar nichts. Gleich wieder aufladen. Level up. So ist nice. Ja, ein weiterer Circuit Point, das freut mich. Schon wieder einer tot. Big Boy ist auch tot. Ausgerechnet diese Eulenviecher sind noch übrig. Er hat ja fast gar nichts geschafft, wa? Gut, wieder einer weniger. Aber er hat sich echt Mühe gegeben. Also der Dicke war echt hilfreich. Ein Vieh ist nur noch. Na, mein Kleiner. Willst nicht sterben. Ich kann's verstehen. Dankeschön. Und jetzt stirb. Gewonnen! Ja, schade, dass der Große verstorben ist. Das tut mir echt leid. Es hätte schön mit ihm werden können. Hätte er mich begleitet. Beglitten, wie auch immer. Wir könnten die Handfeuerwaffen jetzt hochbringen. Würden mehr Präzision bekommen oder Riffles. Würde noch mehr Schaden mit den Riffles fahren. Akzeptieren. Gut, dann bleibt's auch dabei. Mehr Schaden werde ich dort nicht reinpumpen. Damit habe ich irgendwo was aufgemacht. Aber wozu habe ich mit dem Big Boy jetzt gekämpft? Ah, der hat die Tür aufgemacht. Beziehungsweise die Tür frei gemacht. So kommen wir hinten rein und finden zwei Truhen. Jede Menge Repair Packs, das ist geil. Außerdem Elite Blowtorch. Statt 75 Schaden, 100 Schaden. Außerdem Verbrennungsschaden obendrauf. Jede Menge Kanonenkugeln und so langsam kriege ich echt das Flattern, wenn ich daran denke, dass wir hier gerade ganz viele Energiezellen bekommen. Repair Kits, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Absolut nicht. Okay, wir haben alles gesehen, haben jetzt den goldenen Schlüssel, um in unser Büro zu kommen. Oh, Dreck. Safe Game, LP01, auf geht's. Verdammt. Laura Reich. Auf geht's. Was? Wo bin ich jetzt? Hier komme ich nicht weiter. Da auch nicht. Da auch nicht und da auch nicht. I'm sick and tired of these games. Someone's going to pay. Ich bin echt langsam überdrüssig diesen ganzen Spielen. Irgendjemand muss dafür bezahlen. Verändert sich irgendwas? Nö.
wenigstens irgendwas verändern würde, aber es verändert sich nichts. Ich achte auf sämtliche Gegenstände, die hier rumstehen. Oder versuche es zumindest. Natürlich habe ich keine Möglichkeit zu gucken, wo ich hingehe. Okay, irgendwie habe ich es geschafft und bin hier gelandet. Gut, das gefällt mir überhaupt nicht. Komm, mein Digga. Oh nein. Das sind einfach mehrere Räume. Wow. Safe game. Oh Gott, verdammt. I'm sick and tired of these games. Someone's gonna pay. Bin schon durch. Okay. Speichern. Diesmal unter Test. Du zuerst. Gut. Den haben wir schon mal. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe. Gut, wieder ein bisschen Ruhe. Okay, hast du toll gemacht. Ja, ich würde gerne abhauen, aber ich komme hier nicht weg. Da können wir wieder verschwinden, das will ich aber nicht. Ach, verdammt. Gib mir wenigstens mein Leben zurück. Speichern. So, dass wir schon mal einen Teil weg haben, muss gespeichert werden. Jetzt suchen wir einen nach dem anderen. Denn hier waren auch noch Kisten und die würde ich gerne behalten. Da hast du super gemacht. Bin stolz auf dich, Baby. Wir kämpfen gut gegen ihn an. Ob es allerdings hilfreich ist, ist fraglich. Komm schon. Sag mal. Also geht doch. Okay. Speichern. So weit sind wir schon gekommen. Wir nun gegen diese Megamonster kämpfen müssen.
aktuelle Position wird natürlich nicht angezeigt. Ich krieg euch alle, wartet jetzt nur ab. Ach, verdammt. Komm her. So, wir bleiben jetzt hier. Out of energy. Komm schon. Na los. Mein Dickerchen. So ist gut. Ich krieg euch alle. Es ist mir egal, ob du mich in Flammen setzt oder nicht. Auch dich werde ich noch vernichten können. Das war nicht ganz so schlau, aber das ist mir egal. Meine Fresse, kannst du auch noch was anderes? Komm schon, stirb endlich! Reicht auch wieder. Ich sammle jetzt erstmal Energie. Ich laufe ein bisschen durch die Gegend, suche noch die eine Kiste, die ich hier irgendwo gesehen habe. Da ist sie nicht. Da ist sie auch nicht. Da ist der Teleporter. Da ist eine Kiste. Mit 2 Repair Kits. Nice. Da haben wir 10. Und 100 Muni. Mehr als 500 geht gar nicht. Wahnsinn. Also Munition haben wir im Moment noch genug. Elite Discharger. Schock, okay. Und Earth Splitter. Das ist mal ein geiler Hammer. Außerdem nochmal Energy Capacitor. Okay. Da ist der Dicke wieder. Lassen wir mal kurz herkommen. Denn er kann nichts. Schon mal speichern. Das sind definitiv gute Sachen, die wir gefunden haben. So, bloß einmal vorbeilaufen. Oh, wieder Repair Kits. Jede Menge Muni. Hast du toll gemacht, komm her. Und gewonnen. Was hast du noch Schönes? Noch ein Energy Capacitor. Also das bedeutet alles nichts Gutes. Wenn wir so viele Kisten finden, die uns so viel Zeug geben, dann blüht uns was Ordentliches. Und da ist der Teddy. Teddy! Sophies Teddybär. Eines der wenigen, wie nennt sich das? Spielzeuge, genau. Die in Arx Vaporum gefunden werden können. Ja, viele wird es wahrscheinlich nicht geben. Gibt ja auch nicht viele Kinder hier. Gut. Damit müssten wir soweit alles haben. Und wir haben tatsächlich einen wunderbaren Hammer gefunden. Einen Hammer, den es sonst so gar nicht gibt. Wir können jetzt in unser Büro, wollte ich gerade sagen, in das Büro unserer Frau.
Da sind wir nun. Inmitten von Kerzen. Weiteren Kanonenkugeln und einer Nachricht. That worm Marcus is causing ruckus down there on the lower floors. I can sense him. He must have stolen one of the leftover exo rigs to bypass my defenses to get that far. What is it that he wants to achieve? Come home with his warm hands open wide to console his poor wife, to take care of his little daughter? Obedient fool! He can never match my power! You will get to understand that soon. Okay, die Alte, die ist wirklich im Moment nicht gut auf uns zu sprechen, so wie es sich anhört. Dieser Wurm Markus, der rumort da irgendwo unten rum. Und sie ist froh, wenn sie ihn bald los wird. Was wir uns wohl vorstellen, ob wir einfach bloß so ein kleines Hausfräuchen haben wollen, das nichts in seinem Leben macht und nur am Herd steht. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ach, da. Ah, hier hat Sophie sich versteckt. War das vorher auch schon eine Holzplatte? Ich leg da jetzt einfach mal eine Kanonenkugel rauf. Ich glaube, vorher war es keine. Okay, speichern. Save Game, Test 2. Aber wozu jetzt das Ganze? Was haben wir damit erreicht? Wir haben jetzt einen Teddybären. Wie soll der mir helfen, da oben in den Turm zu kommen? I need to use a charged up abrogator to destroy the barrier. Ich muss den Abrogator abchargen. Confuser. Was ist der Abrogator? Quest item. My daddy is like a bear. Big Sad Bear. Oh, warte. Wir hatten doch... Ja, wir sind irgendwo runtergefallen zu Sophie. Save Game. Unter LP01. Pass auf. Und da bringen wir den Bären hin. Und dafür kriegen wir den Abrogator. Das ist überhaupt die Idee. Das war doch hier, oder? Sophie, wir kommen. Offensichtlich soll der da nicht hin. Sophie. Wir haben deinen Bären. Sophies Teddybär. Ich kann ihn nicht wieder entfernen. Oh. Und dafür habe ich den Abrogator bekommen. Cannot remove this item from inventory. Wir können es nie wieder vom Inventar entfernen. Danke, meine kleine Meerjungfrau. Also Sophie ist dafür verantwortlich, dass wir nicht nur in den Turm reingekommen sind, sondern jetzt auch dafür verantwortlich, dass wir den Abrogator bekommen, der wohl offensichtlich Schutzbarrieren zerstört. Sophie, wir lieben dich. So, nach diesen zwei sehr, sehr langen Parts werden wir uns verabschieden und sehen uns im nächsten Part wieder. Und wahrscheinlich dann zum Endkampf. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall kommen wir dann hier durch. Wir speichern. Bis gleich.